Alles schnell, fair, Almendinger, Ihr Spezialist für CNC-Maschinen. So, liebe Frischau-Fans, liebe Handball-Fans, heute passt's wirklich. Erstmal Mundschutz runter. Ich glaube, das können wir hier draußen an der frischen Luft sowieso. Wir sind auf Abstand. Frisch auf den Punkt, das Almendinger Handballmagazin heute zu Gast bei Almendinger. Jakob mit dem Kapitän, haben wir gesagt, in der letzten Ausgabe in diesem Jahr machen wir mal einen Besuch, ja, beim Partner, der uns das ganze Jahr unterstützt hat und das in so einer schwierigen Phase. Also da sind wir schon stolz drauf, dass wir solche Partner an der Seite haben. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich auch, ein Unternehmen besser kennenzulernen. So, heute wird's schön. Genau, wir schauen natürlich auch mal rein Richtung Produktion, aber wir wollen auch über Handball sprechen. Jakob, wir kommen nicht drum herum. Ich fasse mal die letzten 8 Spiele zusammen und ich weiß, dass du ein super, super ehrgeiziger Typ bist. Ich glaube, da brodelst du da drin bei dir, oder? Also Unzufriedenheit ist da fast noch zu wenig. Ja, du Holger, du kennst mich auch schon länger. Klar, das ist nicht, was wir uns vorgenommen hätten, aber da gibt es noch 2 Spiele. Wir hauen alles rein und dann hoffentlich stehen wir auch mit ein gutes Gefühl nach der Saison. Wir schauen gleich noch mal ein bisschen genauer zurück auf die letzten Partien, warum es vielleicht diesen Knick gegeben hat. Wir wollen aber auch vorausschauen auf die letzten beiden Spiele, die du angesprochen hast. Jetzt wollen wir aber nicht unhöflich sein, denn wir werden schon empfangen von der Nadine Almendinger, die hinten schon auf uns wartet. Ab, wir gehen rein, schauen uns mal die Produktion an und haken auch mal ein bisschen nach. 25 Jahre gibt es nämlich schon Almendinger und hat in einer kleinen Garage begonnen. Aber das klären wir gleich mit Nadine. Ja, liebe Frischau-Fans, jetzt sind wir also reingewandert in den wunderschönen Empfangsbereich. Nadine Almendinger hat uns empfangen. Wir haben uns aufs Du geeinigt, Nadine. Wir haben ja schon mal das Vergnügen gehabt, miteinander im Magazin zu drehen. Freuen wir uns, dass es wieder klappt. Und heute haben wir gesagt, besuchen wir euch mal. Ich hoffe, wir stören nicht, weil im Hintergrund wird ja produziert. Und da dürfen wir nachher auch noch reinschauen, oder? Genau, da schauen wir nachher nochmal rein. Und ihr stört euch nicht. Wir freuen uns, dass ihr heute bei uns zu Besuch seid. Genau, ich habe gerade schon mal gesagt, Jakob hat auch aufmerksam zugehört, 25 Jahre gibt es euch jetzt schon und Jakob, man kann sich kaum vorstellen, hast mir das auch schon mal verraten im Vorabgespräch, hat ganz klein in der Garage oder im Keller begonnen. Ja, mein Vater hat vor 25 Jahren bei uns im Wohnhaus im Keller gestartet. Nach einem knappen halben Jahr hat er schon den ersten Mitarbeiter eingestellt und der ist bis heute bei uns im Haus. Sehr schön, sehr schön. Also richtiges Familienunternehmen. Ja, passt natürlich auch zum Handball. Und wie gesagt, wir sind stolz darauf, dass wir solche Partner haben als Patronat bei uns in der Sendung. Nadine ist natürlich aber auch Fan, leidet ein bisschen mit, durfte zuletzt nicht in der Halle mit dabei sein. Wir müssen wieder zurückkommen, auch kurz zum Sportlichen, Jakob. Ihr wart unterwegs in Minden, knappe Niederlage. Eine der letzten 8 Partien, bei dem es nur einmal zu Punkten gereicht hat in Lemgo. Müssen wir nachfragen, oder? Was ist da los? Ist ein bisschen der Wurm drin. Ja, erstmal schön mit so einem Familienunternehmen hier. Ja, aber wie du sagst, das war natürlich nicht unser Ziel, in Minden zu verlieren. Das war ein sehr intensives Spiel, war sehr heiß in der Halle auch. Und dann hat die Kleinigkeiten Ende des Spiels gefehlt und dann verlierst du halt zu Minden. Das tut weh, die letzten paar Wochen tut echt weh bei uns alle. Aber aufgeben ist nie eine Möglichkeit. Da gibt es noch 2 Spiele zu spielen und die spielen wir mit alles, was wir haben. Ich habe es gerade gesagt, leider ohne Zuschauer. Zuletzt gab es ein Spiel gegen Magdeburg. Wie hast du die Saison erlebt? Nadine, normalerweise kennst du die Stimmung in der Hölle Süd. Da fehlt was, oder? Auch Mitarbeiter von euch sind ja auch normalerweise ganz gern dort. Ja, wir teilen immer auf. Ein Teil zu den Spielen gehe ich selber. Ein Teil dürfen Mitarbeiter von uns gehen. Und ich habe es dieses Jahr vermisst, vor allem, da es viele wirklich richtig tolle Top-Spiele gab, die man nicht sehen konnte. Das war wirklich sehr schade. Und ihr habt eigentlich gegen große Mannschaften oft performt, gegen die Rhein-Neckar-Löwen, kann man da nochmal zurückdenken, gegen Flensburg natürlich. Zuletzt gegen Magdeburg, ausgerechnet gegen Magdeburg, Ex-Club, hat es nicht geklappt und da waren Zuschauer dabei. War das doppelt bitter dann, wenn man gesehen hat, da sind so viele und die haben trotzdem weiter unterstützt, obwohl die erste Halbzeit, soll man das Ergebnis nennen, ich glaube 6-16 war es, glaube ich, oder? Ja, also die Zuschauer-Thematik da, ich finde das echt schade. Also ich komme von Dänemark, bin hier unten nach Deutschland gewechselt, nur auch für diese Erlebnisse mit den Fans Erfolg zu feiern. Diese Saison war echt komisch, wie Nadine sagt, viele
geile Spiele in der EWS Arena ohne Zuschauer. Ich vermisse das echt. Und dann gegen Magdeburg war es zumindest ein paar da. Und wir haben die leider nicht zurückgezahlt mit einem geilen Spiel. Das tut mir auch weh. Viele sagen, tut weh diese Saison. Ich hoffe einfach, in Zukunft uns mehr bringt, mit den Fans in der EWS Arena Erfolg zu feiern, weil das vermisse ich sehr. Genau, Donnerstagabend gibt es dann nochmal die Möglichkeit gegen Coburg, sprechen wir gleich drüber. Jetzt wollen wir reinhören, was die sportliche Leitung zu den letzten Partien sagt und natürlich auch noch, wie sie die letzten Matches angehen wollen gegen Coburg und dann noch in Ludwigshafen. Hören wir mal rein, Christian Schöne und Hartmut Meierhofer. Frisch auf Göppingen ist beim letzten Heimspiel dieser außergewöhnlich langen Saison in der Liquimoli-Handball-Bundesliga am Donnerstagabend um 19 Uhr in der EWS-Arena in der Pflicht. Das Meierhofer-Team ist nach der knappen 23-24 Auswärtsniederlage vom Sonntag in Minden auf Rang 9 abgerutscht und muss gegen den HSC Coburg dringend punkten, damit das Saisonziel einstelliger Tabellenplatz im Saisonfinale nicht noch verspielt wird. Gegen den Tabellenletzten und bereits seit einigen Wochen als Absteiger feststehenden HSC aus Coburg sind die Grün-Weißen aber natürlich eindeutig der Favorit. Auch wenn frisch auf nach dem Negativlauf der letzten 8 Partien mit nur einem Unentschieden und 7 Niederlagen derzeit nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzt, wollen sich Chefcoach Hartmut Meierhofer und seine Jungs mit einem Heimerfolg von den übrigens erneut 250 zugelassenen Zuschauern in der Halle und den daheimgebliebenen Frischauf-Fans vor den Empfangsgeräten verabschieden. Die Saison ist für uns, auch wenn es jetzt nur noch bis zum Sonntag geht, noch lange nicht vorbei. Wir haben 2 Spiele. Und wir wollen diese Spiele gewinnen und wollen auch alles daran setzen, erfolgreich aus der Saison zu gehen, weil ich glaube, dass es die Mannschaft auch verdient hätte, mit einem positiven Erlebnis aus der Runde zu gehen, über einen wirklich sehr langen Zeitrahmen, sehr, sehr gut gespielt. Und wir wollen uns einfach auch mit einem guten Tabellenplatz belohnen und da führt kein Weg dran vorbei, dass wir diese 2 Spiele gewinnen wollen. Lange Zeit hat Frischauf in dieser Saison für Furore gesorgt. Und nach der Erfolgsserie von Februar bis Anfang April mit 9 Siegen hintereinander hat so manch einer im Umfeld sogar von Platz 5 und somit auch von der Teilnahme am internationalen Geschäft geträumt. Dieser Traum ist inzwischen allerdings geplatzt. Nun gilt es, wie bereits erwähnt, die Saison zumindest auf einem einstelligen Tabellenplatz zu beenden, damit man beim Göppinger Traditionsverein mit einem erfolgreichen Saisonabschluss in Sommerpause gehen und anschließend positiv in die Vorbereitungen auf die Saison 21/22 starten kann. Wir wollen jetzt nicht auf dem derzeitigen Tabellenplatz aus der Saison gehen, sondern es geht natürlich schon darum, jetzt die letzten 2 Spiele mit maximaler Power anzugehen, um beide Spiele zu gewinnen. Natürlich ist die Situation jetzt aktuell, und da brauchen wir nicht drum herum reden, wir waren lange auf Platz 5 und es sah lange Zeit sehr, sehr gut aus und sind jetzt da in der Tabelle ein Stück abgerutscht, deswegen sind wir auch nicht zufrieden. Und es ist ja jedem klar, dass deutlich mehr drin war jetzt in dieser Saison, gerade wenn man sich die Schlussphase der Saison anguckt. Wir haben 2 Drittel der Saison wirklich eine richtig gute Leistung gebracht. Die Mannschaft hat da begeisternden Handball gespielt. Was wir uns dann jetzt ankreiden müssen, ist, dass wir hinten raus dann ein Stück weit, ist uns die Puste ein bisschen ausgegangen. 2 sehr extreme Phasen, eine überragende Phase in über 2-3 Monate und jetzt, wie gesagt, was Ergebnisse anbetrifft, eine extrem schwache Phase. Aber jetzt geht es darum, wie gesagt, auch ein gutes Gefühl aus der Saison mitzunehmen. Und das heißt, wir brauchen jetzt nochmal 2 Erfolgserlebnisse und damit wollen wir morgen anfangen. Ja, liebe Frischauf-Fans, das waren also Hartmut Meierhofer und Christian Schöne zur aktuellen Situation bei Frischauf. Wir haben gerade ein bisschen, eine Mini-Führung quasi gemacht. Jakob hat ein bisschen Einblick bekommen in die Produktionshalle, Nadine. Und da hast du mich schon korrigiert, das stimmt so nämlich nicht. Eigentlich wird nicht produziert, sondern es wird repariert. Es ist Service für CNC-Maschinen, richtig? Ja, genau. Wir hier stellen gar nichts her selber, sondern wir machen Reparaturen. Wir fahren direkt zu unseren Kunden vor Ort, reparieren dort die Maschine. Und wir haben ein ganz großes Ersatzteillager mit 40.000 Ersatzteilen, die wo man unsere Kunden zur Verfügung haltet. Und du hast gerade schon probiert, ein bisschen vielleicht jemand Neues zu akquirieren. Jakob, wie sieht's da aus? Wäre das was für dich? Ich habe gerade gehört, mit Strom, mit Elektrik etc. Nicht so dein Ding? Ja, also erstmal, das sieht echt kompliziert aus, alles viel Technik, aber gleichzeitig auch interessant. Aber auf Strom habe ich auf jeden Fall viel Respekt, da muss man aufpassen.
obwohl er auf dem Spielfeld immer absolut unter Strom steht. Genau dafür bist du ja bekannt. Wie viele Leute arbeiten? Wir sehen ein paar im Hintergrund gerade. Wie viele sind denn jetzt hier in der nicht Produktion, im Service im Einsatz, beziehungsweise wie viele Mitarbeiter habt ihr insgesamt? Wir haben so gute 20 Mitarbeiter in unserem Servicebereich. Dann haben wir so knapp 100 Mitarbeiter im Reparaturbereich und dann haben wir noch so circa 60 im Vertrieb, Verkauf, Verwaltung, also alles Kaufmännische dazu, na, drumherum noch. Groß gewachsen, es war ein Einmannbetrieb zu Beginn. Ja, vor 25 Jahren war es ein Einmannbetrieb, jetzt sind wir bei 180. Stolz, ganz, ganz stolz. Du hast vorher schon mal gesagt und auch beeindruckt dich gezeigt, was hier gewachsen ist. Jakob, wenn du hier so schaust, das sind lauter Jungs, die haben einen fixen Job. Als Handballer muss man ja auch mal ein bisschen vorausschauend denken, oder? Was nach der Karriere kommt. Du bist natürlich noch ein junger Kerl. Man hat es im Kopf, oder? Man hat es im Kopf, was nach dem Handball noch alles kommt, oder nicht? Auf jeden Fall. Zumindest in den letzten paar Jahren bei mir ist das mehr und mehr ein Thema, was passiert nach dem Handball. Ja, aber ich genieße das immer noch jetzt. Ich bin fit. Ich hoffe, dass ich viel Jahre Handball spielen kann. Aber klar, ich muss mich auch was für die Zukunft, wenn das richtige Leben anfängt, wenn der Handballkarriere vorbei ist, muss ich auch was machen. Und dich natürlich hauptsächlich auch um die Familie kümmern. Ist ja auch ein super Familien-Daddy. Jetzt müssen wir aber beim Handball nochmal kurz bleiben. Nadine, zwischenzeitlich frisch auf lange auf diesem 5. Platz gestanden. Jetzt gerade ist der 9. Platz. Da hat man schon so ein bisschen an Europa geschnuppert und wir alle sind schon auch so ein bisschen hibbelig geworden. Kann man das so sagen? Ja, also ich habe mich so gefreut, dass wir wieder, damals, wo wir mit der Partnerschaft eingestiegen sind, waren wir auf Platz 5. Dann jetzt wieder auf Platz 5, habe ich gedacht, okay, jetzt sind wir wieder richtig vorne mit dabei. Aber Jakob, man muss natürlich die Saison komplett einordnen. Ihr hattet eigentlich, würde ich mal sagen, einen relativ normalen Start, wart auf einem einstelligen Tabellenplatz und dann kam diese Erfolgsserie vom Februar nach der WM-Pause. Da habt ihr dann die 9 Spiele hintereinander gewonnen und das ist halt auch nicht normal. Das war natürlich eine unerwartete Phase. Wie du sagst, der Saisonbeginn war einigermaßen in Ordnung, war ein paar gute Spiele dabei, ein paar weniger gute. Kriegen wir eine Phase, wo das alles klappt. Wir machen viele Spiele. In letzter Sekunde entschieden wir für unsere Seite. Und dann auf einmal ist der Glück umgestoßen. Und jetzt sieht das wohl nicht gut aus, fühlt sich auch nicht gut an. Muss immer noch sagen, wir haben bis jetzt 38 Punkte geholt. Entsteht eine Möglichkeit aus 42 Punkte. Das ist viel Punkte in einer Saison. Gibt es natürlich 20 Mannschaften dieses Jahr. Ich glaube, da war mehr drin. Die Saison ist nicht vorbei und wir versuchen, den bestmöglichen Platz zu erreichen. Und dafür brauchen wir selbstverständlich auch 2 Siege, obwohl das nicht selbstverständlich ist, Spiele zu gewinnen. Genau, es ist nämlich noch alles richtig eng zusammen da oben. Also ihr könnt schon noch, wenn es ab jetzt oder wenn ihr es jetzt schafft, den Bock dann wieder umzustoßen, dann könnt ihr schon noch was bewegen in der Tabelle. Ja, also vor allen Dingen auch für uns selber in der Mannschaft. Wenn du so eine gute Phase hinbringst mit 10 Spielen ohne Niederlag, hast du natürlich auch hohe Erwartungen an dich selber, an der Mannschaft, an der Mannschaftskollegen. Und jetzt war es diese Phase so vom Gefühl her über ein paar Monaten mit schlechten Spielen. Und wir wollen uns natürlich auch gern wieder in Spur finden, uns selber auch belohnen für eine gute Saison. Da war mehr drin. Aber ich sage immer noch, dass wir können der Saison gut zu Ende bringen, obwohl das nicht europäisch heißt, wäre ein cooles Geschick. Das heißt, vor 25 Jahren 5. Platz, dann Jubiläum, 25 Jahre wieder 5. Platz, wäre natürlich wünschenswert. Ist nicht so, aber wir geben Müll. Genau, und wir drücken den Jungs natürlich die Daumen, dass es jetzt noch einen erfolgreichen Saisonausklang gibt gegen Coburg. Was erwartest du da? Ist eine Mannschaft, ist ja schon abgestiegen. Die 2 Punkte, die müssen unbedingt in der EWS Arena bleiben. Das wäre sehr schön, weil ich bin am Donnerstag in der Arena und ich würde mich freuen, wenn die Punkte kommen. Also, dann schauen wir mal, ob es ein Glücksbringer ist, Jakob. Also, ja, setzen wir mal die Messlatte natürlich hoch. Ein Satz aber abschließend noch, bevor wir dann auch hochgehen in euer Casino. Genau, da dürfen wir auch noch einen kurzen Einblick, oder? Bekommen wir dort? Ja, genau, wir gehen jetzt da hoch. Genau, werden wir gleich machen. Noch kurz einen Satz zu dir. Wir haben es gerade gehört, es war eine wechselhafte Saison. Gibt es Erklärungen, warum es diesen Höhenflug gab, aber dann auch jetzt diese lange Phase, wo es nicht so lief, gerade von so einem erfahrenen Spieler, du als Kapitän zusammen mit Tim, ihr werdet euch öfters zusammengesetzt haben. Ja, also eine klare Erklärung finde ich schwierig. Da steckt viel mental im Sport rein, nicht nur in Handball, in alle anderen Sportarten. Und
damals, wo das gut lief, alle Spiele, haben wir auch die letzte Glück gehabt, die direkte Schiri-Entscheidung, ein Tor in letzter Sekunde und sowas. Das muss man natürlich auch selber aussuchen, also diese Kleinigkeiten. Das ist eine komische Saison. Wir haben das teilweise super gemacht und jetzt sind wir leider in einer schlechter Phase. Aber wie gesagt, ich habe immer noch Bock auf die letzten zwei Spiele. Ich will meinen ganzen Körper in die letzten 120 Minuten reinschmeißen und dann will ich auch 4 Punkte haben. Aber ein Selbstläufer, weil wir es gerade kurz angesprochen haben, wird Coburg nicht, auch wenn die eigentlich schon weg sind. Ihr wisst es, dieses Jahr, da gab es wirklich richtig komische Ergebnisse. Ja, also das macht auch das um noch mehr Spaß hier in der Liga zu spielen. Ich glaube, diese Faktor ohne Zuschauer hat auch alles aufeinander gebracht. Jeder verliert von Gefühl zu jeder und du siehst auch, dass manche Mannschaften haben früher in der Saison so eine schwache Phase, was wir jetzt haben. Deswegen musst du so jedes Spiel reingehen als ein Endspiel und das haben wir teilweise geschafft, aber das machen wir auch die letzten zwei Spiele. Genau, und nach dem Besuch jetzt hier in der Werkstatt wechseln wir hoch ins Casino, liebe Frischau-Fans, machen kurz Werbung und in der Zeit schaffen wir das hoch. Aber ich glaube, ihr wollt eh auch noch ein bisschen euch hier umschauen. Dankeschön. Du nicht, du kennst es natürlich, aber du willst dem Jakob zeigen, richtig? Da darfst du genau. Schon nochmal deinen Mitarbeitern hier über die Schulter schauen. Auf jeden Fall. Sehr schön, ab in die Werbung. Wir von Almendinger bieten herstellerunabhängigen Vor-Ort-Service für CNC-Maschinen. Mit mehr als 20 hochqualifizierten Servicetechnikern sind wir in der gesamten Region für Sie unterwegs. Kompetente Vorab-Analysen und hohe Ersatzteilverfügbarkeiten garantieren einen schnellen Service für unsere Kunden. Durch Fehleranalyse vor Ort mit modernsten Prüf- und Messmitteln gewährleisten wir einen effizienten Service für Ihre CNC-Maschinen. Kompetent und schnell vor Ort. Almendinger Elektromechanik in Bad Überkingen. Wir sind mehr. Mehr als ein Kostenerstatter. Seit über 90 Jahren ist die DKV einer der führenden privaten Krankenversicherer in Deutschland. Mit über 4,3 Millionen Versicherten sind wir der private Krankenversicherer, dem die meisten Kunden in Deutschland vertrauen. Mit ausgezeichneten Ratings. Mit einem Top-Experten-Netzwerk bieten wir Mehrleistungen wie Gesundheits- und Aktivprogramme, Begleitung, Coaching und einem Gesundheitstelefon. Unsere App und digitalen Angebote machen uns bereit für die Zukunft. Aber vor allem sind wir mit persönlicher Betreuung da, wenn es darauf ankommt. Unsere Privatversicherten haben Anspruch auf individuelle Fürsorge durch medizinisch qualifizierte Mitarbeiter, ohne Warteschleifen und Hotlines. Wir sind mehr. Mehr als ein Kostenerstatter. DKV. Sprechen Sie mich an, wenn Sie mehr über die private Krankenversicherung erfahren möchten. Ich freue mich auf Sie. Ja, liebe Handballfans, liebe Frischau-Fans, da sind wir wieder zurück aus der Werbung. Und ich habe es ja angekündigt, wir wechseln ein bisschen den Ort. Und gerade haben wir es auch schön gesehen. Mit schönem Ausblick hier oben sind wir im Casino gelandet. Ja, hier gibt es unter anderem einen leckeren Kaffee für eure Mitarbeiter. Stimmt's, Nadine? Genau, hier gibt es Kaffee, hier gibt es Mittagessen und hier trifft man sich auch ab und zu mal abends noch oder macht einen Spieleabend, wenn es möglich ist wieder. Und hier verbringen wir so ein bisschen gemeinsame Zeit, gemeinsame Frühstücke. Ja. Und ich habe den Ausblick gerade angesprochen. Jakob, du hast auch gleich genossen da draußen, wir sind am Fuße der Alp. Das ist was, hast du schon gesagt, wenn es dann irgendwann mal wieder zurückgeht Richtung Dänemark, das wirst du schon vermissen. Ja, Natur hier unten ist wirklich schön und die Bergen da, das finde ich wirklich, wirklich schön. Wir haben es gerade gehört, Geselligkeit wird hier auch groß geschrieben. Ich glaube, sowas braucht ihr aber auch in der Truppe. Das ist auch wichtig, so ein Zusammenhalt.
hat man gemerkt in der guten Phase, aber ich glaube, jetzt in der schwierigen Phase ist es umso wichtiger noch, dass man sich da nicht gegenseitig Anführungszeichen zerrupft, sondern dass man sich eher stärkt. Ja, ich finde, dass eine, durch die ganze Saison ist das Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft echt gut. Wegen Covid-19 dürfen wir natürlich auch nicht so viele Teambuilding-Geschichte zusammen machen. Und ich sage nicht, dass es uns fehlt, aber dass es immer für jedes Team, und das hier bei Almendinger ist oder im Frischaufgöpping, ist sowas immer gut. Jetzt habe ich im ersten Teil unserer heutigen Sendung unsere Gewinnspielfrage vergessen. Gibt es natürlich heute auch wieder. Es gibt Autogrammkartensets von der ganzen Mannschaft. Unterschreibt ihr ja immer gerne. Heute die Gewinnspielfrage hat mit Jakob zu tun. Nadine, ich glaube, man kann es rauskriegen, wenn du das Magdeburg-Spiel verfolgt hast. Darum geht es nämlich, gegen deinen Ex-Club. Da gibt es eine Schlagzeile, die passt zu dir oder die passt zu diesem Spiel mit dir im Zusammenhang. Entweder lautet die: Jakob macht blau oder Jakob sieht rot. A oder B. Jakob, war ein spezielles Spiel für dich. Gegen die alten Kameraden, verrat noch nicht, was genau dort passiert ist, aber es ist nicht so gelaufen, wie du wolltest, oder? Nein, ich habe schon früher bessere Spiele gegen Magdeburg gehabt. Aber schön, die Jungs wieder zu sehen. Leider nicht mit der gewünschte Ergebnis. Jetzt hoffen wir natürlich, dass, wie gesagt, haben wir vorher schon mal angesprochen, dass es gegen Coburg besser wird. Jetzt gibt es gleich auch noch unsere Fanfragen. Wir sehen im Hintergrund, haben wir natürlich auch noch ein bisschen Zuwachs bekommen, in Anführungszeichen. Wen haben wir denn da? Wir haben hier der Philipp und dann der Hannes und dann kommt noch Lara und Jolina, unsere Azubis. Genau, die dürfen ein bisschen mal über die Schulter schauen und haben gleich auch noch Fragen. Oder fangen wir doch einfach damit an, oder Jakob? Die Jungs vor allem sind Handball interessiert. Dann würde ich sagen, fangen wir mit dem Hannes an. Hannes, komm einfach mal hier vor, wir müssen Abstand einhalten. Jakob, kennst du, oder? Bist du auch ein großer Fan von Frischhoff? Ja, ich verfolge die Spiele regelmäßig und habe auch immer während der auf die Tabelle geschaut. Und was mir aufgefallen ist, dass halt die ganze Saison praktisch auf dem Platz 5 gehalten hat oder relativ stabil. Und dann zum Ende der Saison auf Platz 9. Und ich wollte dich fragen, wie du das erklärst, dass es zum Schluss der Saison praktisch auf Platz 9 kommst, oder ob du eine Erklärung für dich hast. Jakob, das haben wir vorher in etwa schon beantwortet, aber finde ich interessant, wenn die jungen Fans so mitfiebern, die wollen es genau wissen. Ja, aber das ist auch eine gute Frage und das freut mich einfach nur, dass Leute uns so mitfeiern, auch wenn das gut geht und jetzt geht es weniger gut, dann auch uns hinterfragt, was ist da los, weil die leben mit, wie wir das selber machen. Eine klare Erklärung ist schwierig. Ich wünsche mir auch einen Platz 5. Das hat das leider nicht gereicht mit unserer Leistung letzte Zeit. Ich glaube, das ist eine mental schwierige Saison zu spielen. Da ist von Gefühl her ständig neue Regeln, man anhalten müssen. Ich sage einfach, dass das tut mir leid, dass wir nicht eine bessere Platzierung erreicht haben. Aber Gott sei Dank gibt es eine nächste Saison und uns Möglichkeiten zu verbessern. Frage beantwortet, oder? Sehr Dankeschön. Gut. Darfst du wieder Platz nehmen? Und schau mal, da ist schon ein ganz schöner Bär da drüben. Guck mal den Oberarm an. Irgendjemand hat mal behauptet, es wäre das Vierfache. Wenn ich jetzt so hinschaue, ist sogar das Fünffache von mir wahrscheinlich. Dann machen wir gleich weiter. Philipp, du hast auch eine Frage, genau. Komm ruhig hier vor. Jawohl, knüpft die direkt an. Was sind denn die Ziele für nächste Saison, gerade vielleicht in Bezug auf Europa, ob man da was erwarten könnte? Jetzt wird es schon konkreter, weil Europa war natürlich auch in diesem Jahr durch diesen Platz 5 ein großes Thema. Man strebt immer nach dem nächsten Ziel. Inwieweit seid ihr da schon mit dem Kopf in der nächsten Saison? Dürfte noch nicht sein, oder? Nein, also das Ziel für diese Saison war eigentlich auch nicht Europa. Das war dann möglich, haben wir dann nicht geschafft. Unser Ziel ist grundsätzlich immer, uns zu verbessern. Und nächstes Jahr wird hoffentlich eine einigermaßen normale Saison mit einem normales Anfang, nur 18 Mannschaften. Und wenn du Europa erreichen möchtest, muss viel auch klappen. Da gibt es oben die erste Top 5 in der Bundesliga, ist echt stark. Von Breite der Kader, von Etat und alles. Aber wir versuchen unser Bestes und ich glaube, jeder Sportler möchte gerne die bestmögliche Platzierung haben. Und ich habe Bock, wieder Europa zu spielen. Obwohl ich das probiert habe, dann das macht Spaß. So, wenn es eine Möglichkeit gibt, so wie dieses Jahr, dann haben wir hoffentlich was gelernt, wie man das alles angehen müssen. Und dann greifen wir an. Eine klare Zielsetzung ist schwierig, das machen wir immer intern und dann mit der Verein zusammen. Aber Ziel ist immer, sich zu verbessern. Und wäre es dieses Jahr in Platz 9, Platz 8, hoffen wir darauf, dann ist nächstes Jahr natürlich Platz 7.
mindestes Ziel dann. Wünschen wir uns auch, wir drücken dann auch die Daumen, oder? Genau, wir fieber mit. Sehr schön, vielen, vielen Dank, Philipp. Schön, ja, wenn die Mitarbeiter auch so mitfiebern. Ja, wenn man merkt, die Mannschaft, die man unterstützt, ja, die wird auch so wahrgenommen, oder? Es ist viel Interesse da und es ist ja toll zu sehen, dass unsere Mitarbeiter einfach die gleichen Dinge mögen wie wir. Jakob, jetzt kommen wir direkt auch schon weiter. Wir haben ja auch noch ein paar Rubriken, die wir abarbeiten müssen in diesem Jahr. Fangen wir mal an mit unserem Frisch auf den Tisch. Passt ja hierher. Hier wird unter anderem auch mal ab und zu mal gefrühstückt, haben wir gehört, Kaffee getrunken. Was ist bei Jakob Bagerstedt auf dem Frühstückstisch und ist es unterschiedlich an dem Tag, wenn Spieltag ist? Eigentlich nicht. Also Auswärtsspiel gibt es eine Möglichkeit immer mit Rühreier, weil wir im Hotel sind. Zu Hause esse ich gerne Haferflocken mit meinen Kindern zusammen. Habe ich seit Jahren gemacht. Aber kein so Ritual gibt es bei mir nicht. Das ist eigentlich so, was sagt der Bau? Und dann weiß ich natürlich, was braucht der Körper. Und dann esse ich ja eigentlich die meisten Haferflocken. Was habe ich das falsch gemacht? Die Haferflocken haben gefehlt. Okay, so, dann machen wir weiter mit dem Camp, Patrick. Wir fragen immer nach der Rückennummer, die 14. Erklär uns ganz kurz, gibt es einen besonderen Grund, warum du die hast? Ich habe immer Nummer 14 getragen. Damals, wo ich in meinen Jungverein, in der ersten Mannschaft gekommen bin, war Nummer 14 frei und habe das bekommen und habe einfach Glück gehabt, dass in jeder Verein war Nummer 14 frei und ja, mittlerweile jetzt ist das natürlich vom Gefühl meine Nummer und ich sehe das schwierig, in einer anderen Nummer zu spielen, aber gibt es keinen so richtigen Grund. Ich mag Nummer 14, aber wenn Nummer 14 nicht gibt, dann muss ich auch mit das leben. Camp Patrick Nummer 2, nächster kurzer Satz, den du vervollständigen darfst. Nach der langen und außergewöhnlichen Saison, die war es dieses Jahr, werde ich erstmal ein paar Tage ohne Sport genießen. Ja. Also wirklich komplett runterfahren, weil du bist ja einer, der quasi auch im Kraftraum den Ton angibt. Also so ein paar Tage auch mal gar keine Gewichte und gar nichts. Ja, ich habe mir dieses Jahr tatsächlich vorgenommen, versuchen, 3-4 Tage nichts zu machen. Ob ich das schaffe, weiß ich nicht. Handball auf jeden Fall nicht, aber ein Urlaub ohne Laufen und Krafttraining, das wird nicht passieren. Okidoki, dann haben wir noch einen letzten Camper-Trick-Satz. Mit meiner Familie genieße ich in Göppingen, wir wissen, du bist ein absoluter Familienmensch, bist ja wie die Kittys, oder sieht man dann auch in der Halle dann ab und zu, als es möglich war, waren sie dann auch mit dabei immer. Ja, was kannst du rund um Göppingen genießen? Was mag die Familie in Göppingen? Ja, aber dieses Jahr ist das tatsächlich unser Garten. Ich bin echt froh, dass wir überhaupt einen haben, weil mit den Einschränkungen und so und auch, weil ich natürlich auch Verantwortung träge, gegenüber anderen Menschen, aber auch gegen meinen Arbeitsgeber und Kollegen, ist das halt ein Jahr ohne viel Kontakt. Und deswegen ist der Garten war unsere Rettung. Und deswegen freue ich mich auch auf einen Urlaub, wo man vielleicht sich ein bisschen mehr entspannen kann, außer Gartenbereich. Apropos Garten, da fällt mir was ein. Du hast mir gerade vorher gezeigt, der wird bei euch gerade gerichtet, da freust du dich auch drauf. Auch da schaut ihr, dass die Mitarbeiter quasi auch noch so einen Wohlfühlort haben, gerade bei solchen Temperaturen, dass sie dann draußen auch ein bisschen ja, die Zeit genießen können. Genau, wir haben draußen noch ein paar Tische, wo man sich raussetzen kann in der Mittagspause. Wir haben noch eine kleine Hütte, wo man mal nach Feierabend auch noch kurz zusammensitzen kann. Und jetzt gerade draußen wird die Außenanlage noch mal ein bisschen aufgehübscht. Geselligkeit wird wirklich groß geschrieben hier, sehr, sehr cool. Und dann kommen wir jetzt natürlich noch zu unseren Kreditreform-Fanfragen. Die ersten zwei hatten wir ja hinten schon von den Jungs hier live. Einmal ist es Jojo98, der fragt, verfolgst du die Fußball-EM und wie stolz bist du auf das dänische Team und die Fans, die ja außergewöhnlichen Start hatten in dem Spiel gegen Finnland, das wissen wir alles mit Eriksen, haben wir alle mitbekommen und jetzt aber dann trotzdem die nächste Runde erreicht haben? Ja, also ich bin sehr, sehr stolz auf wie das alles da, wie vom Gefühl der ganze Nation Dänemark zusammengegangen ist mit dieser Geschichte mit Christian Eriksen und jetzt gestern 4-1 gegen Russland gewonnen. Ich bin stolz auf meine Nation Dänemark und ich fieber natürlich mit und ich fahre auch im Urlaub nach Dänemark und hoffentlich ist Dänemark dann immer noch in der Meisterschaft dabei, dann kann auch sein, dass ich ein Fußballspiel auf Großschirm anschauen soll. Das ist quasi meine nächste Frage, nämlich fast schon beantwortet. Sapse 89, und damit du nicht siehst, dass ich jetzt was das einfach nur so behaupte, verbringst du die Sommerpause in Dänemark? Fragt sie nach, hast du gerade schon verraten? Das muss auch sein. Ja, das ist einfach Family, da muss man zurück, oder?
ja, ich war letztes Mal in Dänemark, April, letztes Jahr. Und ja, wie gesagt, wegen Covid ist das so mit Reisen nicht so möglich. Und da ist auch über 1000 Kilometer nach Dänemark. Da fahren man einfach nicht über Wochenende hin. So, das heißt, 2 Wochen Dänemark und dann komme ich wieder zurück nach Göppingen und erhole mich auch hier unten. Ja. Wo wir jetzt dann auch schon gleich zum Ende kommen der heutigen Sendung, nochmal ganz kurz die Gewinnspielfrage. Wir blicken zurück aufs Magdeburg-Spiel. Was passt da zu Jakob? A, ich muss schon nur schauen, A macht Jakob blau, hat das gepasst? Oder Jakob sieht rot? Welche Aussage trifft zu auf das Heimspiel gegen den SC Magdeburg aus Jakobs Sicht? So, dann sagen wir nochmal vielen, vielen Dank, dass wir bei euch sein durften. Ja, beeindruckend. Jakob hat unten ein bisschen über die Schulter geschaut, weil du mir angeboten hast, vielleicht so die Karriere nach der Karriere bei euch. Ich glaube, mit dem Löten oder so, da war er schon beeindruckt. Wird nicht so einfach. Nee, das ist nicht einfach, aber man kann es lernen. Ja. Hannes, Philipp, ihr, ja genau so war es. Genau, von den Namen her bin ich richtig. Ihr lernt es ihm dann, oder? Wenn er zu euch kommt als Azubi, ihr übernehmt ihn. Ja, das ist kein Problem. Wir machen das. Siehst du, die Strahli-Jungs, die nehmen dich gerne unter die Fittiche. So, ja, und damit sind wir auch durch für dieses Mal. Aber eine entscheidende Frage haben wir noch, sind wir beide auch drauf gespannt. Wer wird in der ersten Ausgabe des nächsten Jahres der Gast? Ja, also ich muss sagen, dass ich glaube, dass es Zeit für Marcel ein bisschen über seine ich finde, sehr, sehr gute Saison. Und wenn er das mit einem Olympia beenden können, das wäre toll, was von ihm zu hören. Genau, jetzt hinten raus natürlich, hadert er eigentlich damit, dass er jetzt abgerutscht ist auf Platz 2 in der Torjägerliste oder sieht er das nicht so? Das wusste ich auch nicht. Ich wusste gar nicht, dass er auf Nummer 1 war. Entschuldigung, aber ich hoffe, dass er einen Torschützkönig-Titel bekommt, weil hat er verdient und ich glaube, das persönliche Erfolg muss man auch feiern. Und er hat einen persönlichen Erfolg, weil er in einer guten Mannschaft spielt. Und das ist dann unser alle gemeinsamer Erfolg. So, ich wünsche ihm auf jeden Fall, dass er wieder die erste Position schnappt. Und diese gute Mannschaft, die schauen wir uns dann am Donnerstagabend an gegen Coburg. Da freue ich mich. Da bist du in der Halle. Wenn du Lust hast, darfst du auch ganz gern kurz mal in der Spieltagsshow vorbeikommen. Da sind wir ja immer live drauf. Einladung steht. Schaust du vorbei? Ja, mal schauen. Ja, es war jetzt ein Überfall. Siehst du mal gleich die Leute vor die Kamera ziehen. Jakob, vielen, vielen Dank, dass es geklappt hat und nochmal 2 Spiele Vollgas. Aber da brauchen wir bei dir keine Sorgen machen, richtig? Ich gebe Gas und das mache Rest der Mannschaft auf. Wir wollen die Saison gut zu Ende bringen. Dann sagen wir nochmal, liebe Frischau-Fans, vielen, vielen Dank, dass ihr so treu immer zugeschaut habt. Das war die letzte Ausgabe für diese Saison mit dem Almendinger Handballmagazin Frisch auf den Punkt. In der kommenden Saison, wie gesagt, starten wir dann mit Marcel Schiller. Dankeschön, Nadine Almendinger. Dankeschön, Jakob Bagerstedt. Alles schnell, fair, Almendinger, Ihr Spezialist für CNC-Maschinen.